Elia Stefanescu für GMB1 TV hier mit Mo Abdallah und seinem Trainerstab zu seiner Linken. Ja, Mo, du bist aktuell sehr erfolgreich unterwegs. Man kennt dich als Europameister, als Weltmeister. Bevor wir vielleicht über aktuelle Herausforderungen erstmal sprechen, denn ich weiß, das willst du sicherlich loswerden, lass uns auf die letzten oder auf den letzten großen Event eingehen beim A1. Hast du hervorragend gekämpft, das gesamte Turnier gewonnen. Vielleicht nochmal so ein bisschen Resümee ziehen, auch wenn es jetzt nicht gerade gestern war. Aber was hast du noch so im Kopf und vielleicht wie stolz bist du, dass es so wunderbar geklappt hat? Ja, hallo Elias, hallo Ground & Pound, hallo liebe Fans. Zuletzt habe ich im Mai am 5.5. in Belgien beim A1 World Combat Cup das 8-Mann-Schwergewichtsturnier bestritten und dafür müsste man erstmal ein 4-Mann-Qualifikationsturnier gewinnen. Und ja, der Abend war der Wahnsinn, das war mein erstes 8-Mann-Turnier und da waren Namen wie Errol Zimmermann, Luis Tavares, Patrick Schmidt, solche Leute waren da dabei, also es war schon eine Ehre, da überhaupt teilnehmen zu dürfen, vor 20.000 Menschen, also das war eine riesen Arena. Dann gewinnst du das ganze Ding. Ja, damit hat keiner gerechnet und das lag halt an der harten Arbeit mit meinem Trainer Yusuf Jakob und Ibo Jakob, der immer für mich da ist. Das war meine Motivation, die ich hier nach vorne gepeitscht habe. Der hat keine andere Wahl gehabt. Ja, und ich bin natürlich unheimlich stolz darauf, also den Sieg nach Deutschland geholt zu haben, weil das war mein dritter Weltmeistergürtel und gegen so schwere Namen im Schwergewicht, also jeder kennt die, gewinnen zu können, das war schon eine klasse Sache. Ja, Gratulation nochmal von unserer Seite, also das war wirklich sehr spektakulär. Gleichzeitig hast du danach nochmal ordentlich für Furore gesorgt vor der Kamera, du hast Michael Smolik herausgefordert, wolltest natürlich a piece of him sozusagen, wie der Amerikaner sagt. Das hat noch nicht ganz geklappt, man hat gesehen, du hast ihn konfrontiert und das Öfteren herausgefordert, das zieht sich jetzt auch schon ein Weilchen. Erzähl uns vielleicht deine Sicht der Dinge und warum glaubst du, klappt es aktuell nicht? Ja, also wir haben angefangen 2017 ihn herauszufordern. Er ging den Herausforderungen immer aus dem Weg, hat versucht, das Ganze totzuschweigen, Kommentare zu löschen, Leute zu blockieren, das Ganze sozusagen unter den Teppich zu kehren. Das akzeptieren wir nicht und somit hat sich das mit der Zeit entwickelt. Verschiedene Videos wurden gedreht. An der Stelle ganz liebe Grüße an Ultimate Boxing, der mich da super unterstützt hat mit den Videos. Und dann haben die Leute angefangen, das Ganze zu hinterfragen und wirklich darauf einzugehen. Und mit der Zeit blieb uns dann keine andere Möglichkeit mehr über, als ihn persönlich zu stellen. Und das haben wir dann gemacht in Dortmund auf einer Messe, Sportmesse. Und da sind wir hingefahren und wollten ihn ganz sportlich herausfordern. Und das Video hat, denke ich mal, mittlerweile jeder gesehen. Und an der Stelle nochmal, das Ganze läuft wirklich nur sportlich ab. Wir sind da hingekommen, sportliche Herausforderung, um sich gegenseitig zu messen. Und an der Stelle nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich fordere Michael Smolik heraus und nimm den Kampf einfach an. Ja, Michael Smolik hat jetzt demnächst im September einen Kampf schon anstehen. Gehst du davon aus oder geht ihr davon aus, dass er danach sich gegen dich stellen wird oder glaubst du, das Ganze wird noch nicht klappen? Also ich denke, sein Statement wird ja jetzt kommende Woche kommen. Hat er ja angekündigt ganz groß auf den sozialen Netzwerken zu mir. Und meine Vermutung ist es, dass er nach dem Kampf erstmal sich zurückzieht, also vom Kampfsport, dass er keine Kämpfe mehr annimmt. Aber das kann natürlich auch nicht dem entsprechen. Aber das ist mir auch völlig egal, weil es ist egal, was er oder sein Management will. Es kommt darauf an, was die Leute wollen. Und die Leute wollen den Kampf sehen und das ist einfach die breite Masse. Und wenn die Leute den Kampf fordern, wird er keine Ruhe bekommen, bis er den Kampf annimmt. Also das hört sich für mich so an, als ob du derjenige sein willst, der ihm die Karriere sozusagen beendet. Ist das richtig? Ja, das ist absolut richtig, Elias. Dann, Jupp, an dich die Frage, du hast das sicherlich auch miterlebt mit Dortmund. Soweit man es im Video sehen konnte, hat er ihn herausgefordert, hat versucht, respektvoll zu bleiben. Smolik hat nicht geantwortet, sondern blieb in seinem Stuhl sitzen, hat da nicht großartig drauf reagiert. Wie bewertest du das Ganze? Also, was ich gesehen habe, der Arme hat seine Zunge verschluckt. Dann tat er mir auch schon ein bisschen leid. Und ich meine, wenn schon einer den Kopf so einzieht, dann ist es schon
dann hat das schon ergeben für mich. Also ich bin kein Überheblicher oder der groß redet oder so. Deswegen, ich meine, wenn der nicht will und so eine, alleine schon von der Gestik hat er sich einfach auf den Rücken gelegt und ergeben. Und dann sage ich, man muss auch nicht mehr darüber reden oder drauf weiterhacken. Der hat sich schon ergeben quasi. Und wenn Michael Smolik meint oder denkt, er wäre der Beste hier aus Deutschland, beste Schwergewichtler oder Weltmeister oder Waldmeister oder wie auch immer was für ein Meister, bevor man abtritt, soll der doch mal wirklich eine richtige Hürde steigen und gegen einen Frischling, der Junge ist voll im Futter, der Mohamed Abdallah ist ein junger, anstrebender Champion, der voll heiß und Hunger hat auf Titeljagd und ich würde mich sehr freuen, wenn Smolik sein Mann steht und beweisen kann, dass er wirklich gegen ihn kämpfen kann, dann soll er bitte gegen Mohamed Abdallah kämpfen. Wir fordern dich sehr, sehr gerne heraus, Michael Smolik. Das ist einfach nur sportlich gesehen, es hat nichts mit seiner, wie er sagt, wir hätten ihn beleidigt oder sonstiges, alles erfunden und erlogen, ganz normal, sportlich, steh dein Mann, kämpf gegen Mohamed Abdallah und danach kannst du dich als wirklich Champion küren, aber bevor du den nicht geschlagen hast, kannst du nicht sagen, du bist der beste Schwergewichter. Das glaubt dir kein Mensch, du machst dich nur lächerlich. Also, Michael Smolik, nimm die Herausforderung an, gib dir nochmal alles, Mut und Kraft und dann tritt gegen uns an und dann sehen wir, wer der Bessere ist. Viele Fans, viele Zuschauer wollen das sicherlich sehen, dieses doch sehr spannende und packende Duell, nehme ich an. Zwei wirklich bärenstarke Jungs sozusagen im Ring. Falls es denn nicht klappen sollte, so wie du vermutest, was steht als nächstes für ihn an, was plant ihr? Wir haben ja jetzt am 27. Oktober kämpft er auf der Infusion in Oberhausen. Da gibt es noch Karten, könnt ihr gerne euch bei mir noch melden. Da haben wir erstmal den nächsten Brocken vor der Tür und alles andere schalte ich erstmal ab. Ich konzentriere mich auf eine Sache, auf eine Aufgabe. Der Gegner heißt André Schmeling. jetzt fangen wir uns darauf an zu konzentrieren, auf André Schmeling und fokussieren uns nur auf ihn und müssen den erstmal ausschalten und danach sehen wir weiter, immer Schritt für Schritt. Ne? Der ist noch so jung, da ist noch so viel rauszuholen bei Mohamed. Der ist noch so ein Frischling, ne? Der ist nicht verheizt, der ist ein junger Bursche, der richtig geschliffen werden kann und noch eine richtig Steil-Bergab-Karriere vor sich hat. Wenn er gesund bleibt, hoffe ich, das ist das 1A und O. Wenn er gesund bleibt, dann geht es richtig bergab mit denen. Und ich bin ja gerade bergauf, meinst du? Bergauf, genau, sorry. Bergauf. Bergab also. Jetzt schon in die richtige Richtung gezeigt. Na, hervorragend. Dann drücken wir natürlich die Daumen, dass du gesund bleibst. Ganz viel Erfolg bei Infusion. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es vielleicht doch noch eine Antwort gibt von Michael Smolik. Das wäre wirklich ein toller Kampf. Und das letzte Wort gehört natürlich dir. Ja, also an der Stelle noch einmal, um das Ganze zu wiederholen. Ich habe den Kampf nur gefordert, weil das Fernsehen gesagt hat, es gibt kein Schwergewicht in Deutschland, das es mit Michael Smolik aufnehmen kann. An der Stelle will ich das nochmal klarstellen. Ich bin bereit dafür, den Kampf anzunehmen und mit ihm in den Ring zu steigen und mein Bestes zu geben. Das dazu. Und jetzt zu meinen Sponsoren. Novibau, vielen Yusuf, sein Cousin, vielen Dank an die Unterstützung und natürlich an Gap für die tagtägliche Unterstützung. Wir arbeiten jetzt mittlerweile seit 2 Jahren zusammen. Ich bin sehr, sehr zufrieden und an der Stelle einfach nur vielen, vielen Dank an all die Leute, die mich unterstützen, an mich glauben, mir den Erfolg gönnen. Ich spüre das, ihr gebt mir die Kraft, weiterzumachen. Und natürlich das Beste kommt zum Schluss. Das sind mein Trainerstab. Hier einmal Ibrahim Jakob und Yusuf Jakob. Das ist ein Familiengeschäft und die sind mich wirklich Tag für Tag am Unterstützen, am Trainieren, am Motivieren. Und das jeder weiß es, im Profisport ist es schwierig, sich manchmal zu motivieren und manchmal hat man einfach keine Lust zu trainieren oder sonst was, aber mit den beiden an der Seite, glaubt mir Leute, da bleibt dir einfach keine andere Wahl, als ihm die Knochen kaputt zu hauen. Ihr wisst, ja, das... Wir haben schon platt gemacht, die nicht hören wollten. Ja. Die nicht mitmachen wollten, die haben wir. Die haben einen eigenen Kopf hoch. Das ist mein Trainerteam. Und vielen Dank an Ground & Pound für das Interview. Euer Mo.